Band Lumber is the place to be. Band Lumber is the place to be. Band Lumber is the place to be. Ja, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Gameblamer. Und ja, ich bin wieder mit einem tollen Video da, um euch mal wieder ein Workaround und Trick zur HTC Vive zu erzählen. Und zwar gibt es ja viele, viele Oculus Rift Spiele, die auf der HTC Vive nicht wirklich funktionieren. Es gibt aber jetzt ein Workaround dazu, und zwar heißt es Revive. Ich will euch nichts vormachen, es funktionieren nicht alle Spiele. Aber es funktionieren laut Aussage des Programmierers 80% der Spiele mindestens, die für die Oculus Rift gedacht sind. Natürlich braucht ihr dafür ein Xbox 360 Joypad oder ein Xbox One Joypad. Das hier habe ich jetzt über USB an meinem PC angeschlossen. Und ihr braucht die Revive.zip. Die werde ich hier unter das Video verlinken. Die ladet ihr euch einfach runter. Und das ist eigentlich nur auf die Oculus Store Spiele bezogen, die Anleitung, die es auf der Webseite von dem Programmierer gab. Ich habe es allerdings jetzt mit Steam Spielen ausprobiert und ich muss sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Was ihr machen müsst ist, das was in der ZIP-Datei drin ist, das entpackt ihr. Da ist einmal das Revive-Injector.exe drin und ein Verzeichnis, das heißt Revive. Und das packt ihr in das Verzeichnis von eurem Steam Spiel. Das ist bei mir in dem Fall Spiele Steam. Steam Apps kommen und da habt ihr ja eure ganzen Spiele und ich wollte erstmal nur mit ein paar billigen Spielen ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ich wollte da nicht so die Kohle raushauen, falls es nicht funktioniert hätte. Da habe ich mir Deerman besorgt, das kostet 2,99 € und ist für Oculus Rift exklusiv, heißt funktioniert nicht auf der HTC Vive. Funktioniert aber jetzt doch. Was ihr machen müsst, ist einfach, das da hin zu entpacken und die Deerman-Echse einfach auf den Revive-Injector ziehen. Bevor ihr jetzt das Deerman.exe auf den Revive-Injector zieht, geht nochmal sicher, dass ein Controller, ein HTC Vive-Controller an ist. So, und dann zieht ihr Deerman auf den Revive-Injector ausführen und dann mache ich die Elgato aus. Und da, jetzt müsstet ihr sehen, was auch ich sehe. So, und ihr seht, Joypad funktioniert. Wie gesagt, wichtig ist, dass beim Start ein HTC Vive Controller an ist. Fragt mich nicht weswegen, aber ist so. Wahrscheinlich, weil das umgerechnet werden muss auf den normalen Controller. Und I'm a morning person, even though I was visiting my parents, bla bla bla. Press X to begin. Und ihr seht, es funktioniert auch, wie ich umschaue. Das funktioniert, das ist eigentlich nur für die Oculus Rift vorgesehen. Und ja, ich kann mich jetzt hier bewegen. It was a cold Sunday. Obwohl ich da schon Motion Sickness kriege. I was out for a quick run. Und ich höre, dass meine anderen Kopfhörer an sind noch. So. Das ist natürlich, das ist das, womit dann die Oculus Rift Leute kämpfen müssen. Wir eigentlich nicht so. Wir HTC Vive Besitzer. Weil unsere Spiele eigentlich dafür ausgelegt sind, für dieses Motion Control. Na, mein Kleiner, nicht wegrennen. Bleib doch hier. So. Which way you wanna take? Ja, ich kann ja gar nicht lesen, weil das Schild ist ja leer. Wie soll ich denn da eine Entscheidung treffen? So. Naja, es kommt nur darauf an, dass ihr halt seht, das funktioniert tadellos. Ein Oculus Rift Spiel mit der HTC Vive. Allerdings haben die Oculus Rift Hersteller schon gesagt, die werden sich das nicht gefallen lassen, dass Exklusivtitel von der HTC Vive, ich mach das Spiel jetzt mal aus, von der Oculus Rift, dass die einfach so spielbar gemacht werden für die HTC Vive. Weil ist ja klar, die wollen ihre
Exklusivtitel als Verkaufsargument für die Oculus Rift anführen. Und da ist so ein Spiel, so ein Hack, das ist ja wirklich ein Hack, natürlich nicht gerne gesehen. Ja, aber wie gesagt, ich mache einen Link dazu unterm Video, runterladen und dann, ja, das Spiel für die Oculus Rift eurer Wünsche. Es gibt auf der, es gibt auch noch, ich mache noch einen anderen Link drunter, wenn ihr Project Cars zum Beispiel mit der HTC Vive spielen wollt, müsst ihr da einen speziellen Patch installieren. Den Link packe ich auch nochmal unters Video. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Oculus Rift Titeln auf der HTC Vive. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, zu liken und, ja, weil ich versuche täglich neue HTC-Tricks-Videos und HTC-Spiele-Videos hochzuladen für euch. Und schreibt doch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob es funktioniert hat. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.